Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Wertungsfischen hier bei Fischer Online. Und heute bin ich nach Serbien gereist und stehe hier in Serbien an dem Seitenarm, beziehungsweise ja, an dem Nebenfluss, sage ich jetzt mal. Und da geht's heute auf die Hundsbarbe. Und da schauen wir mal eben in die Rekorde rein. Hundsbarbe, wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist momentan der Rekord bei 873 Gramm auf Köcherfliegenlarve. Die Hundsbarbe gibt es auch nur hier in Serbien. Also die könnt ihr wirklich nur hier angeln. Und ich habe davon auch schon ein paar gefangen. Ich stand hier jetzt so ungefähr 2 Ingame-Tage. Bissfrequenz ist sehr niedrig. Man hat sehr, sehr viel Beifang auf die Köder. Ist aber auch im Fischbesatz, kann ich euch gleich mal zeigen. Übrigens, das ist eine. Das seht ihr daran, dass die an die Wasseroberfläche kommt und so ein bisschen rumspringt. Die Bissfrequenz ist, wie schon gesagt, sehr gering. Und die drei Köder, die ich dafür nehme, übrigens, ist einmal die Köcherfliegenlarve, der Borkenkäfer und, oder Borkenkäferlarve, wie heißt es jetzt? Schauen wir mal. Es ist die Borkenkäferlarve, genau. Und die Eintagsfliegenlarve nehme ich. Und auf alle drei Köder hat es, wie schon gesagt, schon gebissen. Ah, das ist jetzt irgendwie Rotfeder, genau. Also wie schon gesagt, er erkennt das auch relativ schnell, weil die an die Wasseroberfläche kommen und dann hier und da auch mal springen. So, jetzt holen wir die auch noch rein, genau. Und hier habe ich dann halt die Eintagsfliegenlarve drauf. Aber da ist Malamida, 86 Gramm, fast 1000 XP, ist ein Bombenfisch. Nimmt man gerne mit, alleine schon wegen den XP. Ist das ganz angenehm. So, kommen wir mal eben einmal kurz zum Equip. Ich habe die 18 Kilo Ruten, jetzt wieder mit der Lake Line 15, mit der dünnen Schnur ist das, weil das ein bisschen, sensibler ist in dem Sinne, oder ja, die Fische sind halt ein bisschen sensibler vielleicht. Und Futterkorb könnt ihr nehmen, 30 bis 40 Gramm, so wie ihr möchtet. Normales Futter habe ich jetzt genommen und Nullerhaken und halt den Köder. Köder schreibe ich euch hinten wieder alle drauf. Hinten am Video mache ich euch wieder alles fertig. Zu dem Spot, der sollte eigentlich jedem bekannt sein, beziehungsweise dieses Seerosenfeld solltet ihr alle eigentlich kennen. Und ein Stück weiter links daneben stehe ich. Und ich werfe dann genau in dieses Loch hier rein. Ja, so 7 Meter in diesen Kanal, sage ich mal, diese Vertiefung hier. Und da sitzen die anscheinend. Also ich habe es auch im Hauptstrom versucht, aber da war die Bissfrequenz noch niedriger. Also daher ist das hier echt wirklich die bessere Entscheidung. Und wie schon gesagt, fast alle habe ich wirklich hier gefangen, bis auf ein, zwei Stück. Nachts beißen die meiner Meinung nach überhaupt nicht. Also ich stand jetzt am Hauptstrom einmal nachts, da hat es nicht gebissen. Und ich stand jetzt hier in der Nacht und da hat es auch nicht gebissen. Also tagsüber auf die Hundsbarbe. So, holen wir den auch nochmal rein. Na, wieder ein Malamida. Wird garantiert auch irgendwann mal wieder Wertungsfisch. Ja, dann sehen wir uns garantiert an diesem Spot mal wieder. So, so gut. Jetzt zeige ich euch einmal die ganzen Fische, die ich gefangen habe. Habe ich wahrscheinlich auch schon erzählt. Eintagsfliegenlarve, Borkenkäferlarve und Köcherfliegenlarve. 515 Gramm. Ist dann eine Wertung von 403 Punkten. Das heißt also, ja, so roundabout ab 600 Gramm, denke ich, werdet ihr dann die 450 geknackt haben. Ist jetzt auch nur eine Vermutung natürlich für mich. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ab wie viel die dann wirklich ab oder über 450er Wertung ist. Würde mich mal interessieren. Kann man sich ja dann auch mal gerne notieren, sowas. So, gut. Also, das ist dann die Hundsbarbe. So, den Biss nehmen wir noch mit. So, also wie schon gesagt, ich habe auch wirklich auf allen drei Angeln gleiches Equip und nur andere Köder. Und es hat wirklich auf alle drei gebissen. Und das ist cool, wenn es immer so drei Köder gibt und statt immer nur einen, dann ist das ganz angenehm und interessant. So, gut. Schauen wir mal, was da noch dran ist. Ja, da ist wieder eine. Jawohl, das ist schön. Konnte ich euch auch noch mal eine zeigen. 194 Gramm, 37 cm lang, 1000 XP. Und Wertungsfisch. Sehr schön. Gut, das soll es dann gewesen sein von diesem Video. Und über die Hundsbarbe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch ein wenig weiter. Wenn ihr Lust habt, lasst mir gerne mal ein kostenloses Abo da. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weiteren Videos. Und ansonsten,
ja, wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Anregungen und ja, was auch immer ihr auf der Seele habt. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video. Petri heilt euch und bis dann. Tschüss.